Rund 60 Polizisten aus ganz Deutschland tummeln sich zurzeit auf der Insel. Der Hintergrund: Die Beamten gehören zu einem E-Mail-Club namens Cybercops. Jedes Jahr trifft sich die Gruppe irgendwo in Deutschland, um sich auszutauschen und durch gemeinsame Aktivitäten das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Der Hintergrund war einfach nur, um über den Tellerrand zu sehen, um andere Polizisten, andere Polizeien auch kennenzulernen. Und aus unserem Verein hat sich dann auch gegründet ein weiterer Verein, Copcare, die helfende Hand. Da helfen wir in Not geratene Kollegen und deren Familien, wo eben Behörden nicht bezahlen oder Versicherungen nicht bezahlen können. Und da helfen wir, soweit es geht, finanziell. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch die Unterstützung von Kollegen und Angehörigen, die Traumatisches erlebt haben. Hier werden zum Beispiel Therapien bezahlt, deren Kosten sonst nicht übernommen werden würden. Die Gelder dafür gewinnt der Copcare aus Mitgliedsbeiträgen. Bis Sonntag sind die Cybercops noch auf Sylt.